Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham Knight. Ich bin Marv und wir haben zweimal Scarecrow hier unten. Schauen wir mal, was der uns zu sagen hat. Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? So ein Pechpatz! Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Du hast gewonnen, Batman! Bitte, das hat mir geholfen! Voll im Rage-Modus der Batman! Schwert, diese Brutalität. Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst ihn aufhalten! Gut. Alles klar. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Es ruckelt wie Sau. Sogar die Stimmen sind zeitversetzt. Mann, Wahnsinn. Sir, Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes.
hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Oh nein, Barb. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er hier antun wird. Ich beeile mich auf jeden Fall. Mit 25 Frames ist das nicht schön. Ich habe das Gefühl, das Spiel ruckelt immer mehr. Je weiter man in der Story voranschreitet, umso mehr ruckelt das Spiel. Schon mal ein anderes Aufnahmeprogramm ausprobiert. Das hat auch nicht geklappt. Hat auch nicht so den gewünschten Erfolg gebracht. Guck mal, das ist sogar so. Und da kann weder der Computer noch irgendwas dafür. Er lädt einfach während des Spiels nach. Batman improvisiert im... Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich habe das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es ihm. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht! Das lasse ich nicht zu! Oh mein Gott. Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Oh, ich glaube, ich muss kotzen. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus Decks Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod... Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Oh Mann. Das ist echt krass jetzt. Bin völlig durcheinander. Völlig fertig. Barbara Gordon tot. Ich habe immer noch gehofft, es gibt irgendwann mal ein Oracle DLC. Eine Möglichkeit, mit ihr als Batgirl zu spielen. Aber nein. Stattdessen wird sie getötet. Batman, was im Unterschlupf passiert ist, war kein grausames Spiel. Es musste sein. Heute Nacht geht es um mehr als Gotham.
Es geht darum, was in diesem Raum aus dir wurde. Der gescheiterte Held. Das ist es, was die Welt sehen soll. Es bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass das alles irgendwie zu Scarecrows krankem Spiel gehört. Und der gescheiterte Held, wie er gerade gesagt hat. Irgendwas ist anders. Scarecrow wird immer gruseliger, als würde er sich auf irgendwas freuen oder so. Batmans größter Albtraum ist. Oh. Habt ihr das gehört? Das klingt nach Man-Bat. Da ist er. Du kommst mir gerade richtig. Muss ein bisschen Dampf ablassen. Eine Roboterarmee erschaffen. Oh Mann. Wo ist er jetzt? Ich bin verloren, da ist er. Ich komme überhaupt nicht hoch genug. Gegenmittel bekommen, aber es hat nicht gereicht. Ich muss ihn finden und ihm noch eine Dosis injizieren. Ja, bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Muss ich mich jetzt sofort um alles andere kümmern? Ich meine, Barbara ist tot. Gibt es einen Grund, das jetzt alles so stark zu verfolgen? Kann ich nicht vielleicht einfach was anderes machen? Indem ich mich jetzt hier um andere Nebenmissionen kümmere. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Firefly zuschlägt. Der Rauch wird mich direkt zu ihm führen. So, aber Firefly jetzt speziell nur zu suchen wegen dem Rauch, das bringt ja leider nichts. Ich hatte schon mal das Vergnügen, Scarecrows Angstgas abzukriegen. Das muss ich echt nicht nochmal haben. Aber ins GCPD müssen wir. Gute Idee, sich Batman im Moment in den Weg zu stellen. Ganz Gotham wird brennen! Oder auch nicht. Nee, nie im Leben war der auch nur einmal in London. Er benutzt den Akzent nur, um bedrohlich zu klingen. GCPD, ich komme. Das habe ich ja besonders gut geparkt. Ey, richtig hinten schön alles kaputt gefahren. Ja, wunderbar. Also einparken muss Batman auch noch lernen. Aber ob er das hinbekommt und ob er mit Poison Ivy die Hilfe bekommt, die er gerne hätte, sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.